Hallöchen, meine lieben Nutzkissen-Gamer, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video, und zwar ein Unboxing. Wir haben hier die Loot Raider. Ich habe damals ja schon mal Loot Raider Unboxings gemacht. Jetzt habe ich mir gedacht, gut, bestelle ich mir mal wieder 3 Stück und euch will ich damit hin mit wieder reinnehmen. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann öffnen wir sie mal. Selbe Prinzip wie immer. Ich schaue nicht vorher rein. Okay, ich fühle jetzt schon das Herzstück, und zwar das Shirt. Das werde ich euch am Ende zeigen. Ja, yeah, was haben wir hier denn Schönes? Ich sehe Zelda. Ich sehe einen Schlüsselanhänger. Und zwar ein Zelda-Schlüsselanhänger. Haha, wer hätte das gedacht? Cool, sogar mit so einem Ding. Ne? Mit so einem Ding. Hier schön in Gold mit so ein paar Zelda-Symbolen, finde ich echt sweet, echt nice. Hier ist noch mal, ne? Ja, finde ich geil. So für die Gamescom oder so, wo die Karte reinkommt, Hammer. Dann laufe ich dann so durch die Gegend so, ey Leute, ich bin VIP hier, ich bin Zelda, ich bin Zelda, ne? Ich bin Zelda, ich bin meine Prinzessin. Gut, wollen wir da mal weiter gucken. Oh, ich fühle was Rundes, ich fühle was Hartes, ich fühle ein Energy. Und zwar ein Assassin's Creed. Ein Assassin's Creed. Ja, Energy. Ich werde den nicht öffnen, weil meine Energies, die so besonders sind, die mache ich immer unten ein Loch rein, lasse ich Energy rauslaufen. Damit ich auch trinken kann und stelle sie mir dann so im Schrank, sodass sie noch oben verschlossen sind. Finde ich immer hübscher. Was haben wir denn noch? Eine Space Invaders. Spardose? Scheint eine Spardose zu sein. Hier, da ist ein Loch. Aufgebaut wie so ein alter Space Invader. Hier Spielautomat, so kann ich mir so hier hinstellen. Übrigens nicht wundern, dass die Qualität nicht so geil ist, aber ich finde das Ladegerät von meiner Legria ja nicht mehr und deswegen muss ich jetzt gerade mit dem Handy aufnehmen, weil irgendwie kriege ich meine Akkus nicht geladen. Gut, letztes Teil vor dem Shirt, glaube ich. Oder ist da noch was anderes? Ist noch was Großes, aber jetzt habe ich reingeguckt. Eine Funko-Pop-Figur. Und zwar Vamik. Vamik von Star Wars, wenn der so ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so der Star Wars-Fan. Ich habe ein paar von diesen Pop-Figuren. Sammel die aber nicht aktiv. Nur aus den Boxen und so. Ich habe mir mal sagen lassen, nehmen sie aus der Verpackung und sie verlieren ihren Wert. Ja, dann verlieren sie ihren Wert. Dann ist das so. Ich bin nicht darauf unbedingt scharf, die am Ende wieder zu verkaufen. Also. Oh, sogar ein Wackelkopf. Boing, 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 boing. Ja. Ich bin ein Kind. Schön und gut. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Fan von den Pop-Figuren. Sind sie jetzt nicht schlecht. Kann man sich mal so im Regal stellen. Ich packe sie hier mal wieder ein, weil. Verlieren ja sonst ihren Wert. Wahrscheinlich werde ich sie wieder auspacken, sobald sie im Regal landet. Bevor ich das Shirt zeige, will ich noch einmal sagen, wer übrigens die Loot Raider noch nicht kennt. Es ist ein Abo, was man abschließt, und es kostet zwischen 20 und 30 Euro. Kommt drauf an, wie lange man sie abonniert. Ich glaube, es gibt eine einmalige, 3 Monate und ich glaube 12 Monate. Vielleicht kennt ja jemand. Ich weiß gar nicht, ob man das in einem Video zusammen sagen sollte, aber die Loot Chest oder, na, wie heißt die andere noch?
noch irgendeine Chest aus Amerika. Die Loot Raider hat einen höheren Wert. Also, ich glaube, da ist ein Wert von 60 Euro drin. Kostet aber halt auch dafür ein bisschen. Also, die Loot Chest hat einen Wert von 40 Euro und die Loot Raider von 60 Euro, glaube ich. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und die Loot Chest ist immer ein bisschen günstiger und die Loot Raider ein bisschen teurer, aber die hat halt auch einen höheren Wert. Deswegen bestelle ich mir ganz gerne die Loot Raider, weil, ja, finde ich, lohnt sich mehr. Aber eventuell kommt die Loot Chest auch nochmal. Ich will ja nichts diskriminieren hier. Das ist kein Product Placement oder sonst was. Ich finde, beide Boxen haben ihre Vorteile. In beiden Boxen ist immer geiler Stuff drin. Und ja, der Stuff, der da drin ist, der wird immer so ein bisschen. Du hast keine Ahnung, was da drin ist. Da gibt es ja in vielen Sachen. Es gibt ja auch sogar im Bereich Schminke gibt es ja auch noch diese Glossy Box. Das ist ja da genauso. Im Prinzip, glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube. Ja, gut. Und es ist immer ein Shirt drin. Dann wollen wir noch mal gucken, was in diesem Shirt enthalten ist. Ich mache es vor, ich mache es ganz spannend. Zack! Weil ihr könnt das nicht sehen. Nice! Ich bin ein riesen The Walking Dead Fan. Das ist Lucia von Negan. Der Schläger. Also seine Waffe. Wollen wir mal gucken, ob sie mir so gut steht. Die Lucia. Sehen wir uns gleich. So, die Verwandlung ist geglückt. Ich habe nun das Shirt an. Ja. Sieht ganz geil aus, finde ich, weil es ist so ein bisschen schlichter gehalten. Nicht jeder weiß gleich, was damit gemeint ist. Und so liebe ich ja die Shirts, weil wenn die so ein paar, ich sag mal, Insider oder so enthalten, was heißt Insider, ne? Jeder, der Lucia kennt oder jeder, der The Walking Dead guckt, wird sehen, aber da steht jetzt nicht groß The Walking Dead drauf oder so, weil sowas mag ich dann wiederum nicht. Ich mag das eher so ein bisschen schlichter. Na gut, liebe Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe versucht, das mal ein bisschen schneller durchzuziehen. Jetzt kommt nichts mehr Spannendes, also wenn ihr abschalten wollt, ich sage das jetzt mit Absicht alles am Ende, wenn ihr abschalten wollt, wenn das nicht mehr mitkriegen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Denn ich habe mir selber oft genug, wo ich sie nicht bestellt habe, mir die ganzen Boxen auf YouTube angeguckt und ich dachte mir immer nur so, halt dein Maul, halt dein Maul, halt dein Maul, zeig die Ware. Und das ist auch einfach so. Und deswegen habe ich versucht, die ganzen Kram jetzt am Anfang raus eben zu zeigen, nicht großartig damit was zu machen und ja. Und am Ende dann jetzt einfach zu quatschen. Ja, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Genau. Es tut mir auf jeden Fall leid, dass jetzt in der letzten Zeit kaum noch Videos irgendwie gekommen sind. Liegt daran, weil ich halt wirklich kaum Zeit habe. Ich habe es ja schon mal im letzten Video erwähnt. Es sollte ja eigentlich noch dazwischen noch einiges kommen. Und ich war ja eigentlich noch bei ein paar Projekten mit dabei und so weiter und so fort. Aber irgendwie fehlte mir jedes Mal die Motivation, irgendwie groß zu filmen oder so. Ich werde jetzt hin und wieder mal wieder ein Unboxing raushauen oder vielleicht nochmal irgendein anderes Format oder weiß was ich. Habe jetzt auch andere Location, wie ihr seht. Ja, man sieht jetzt diese wunderschönen Eulen da im Hintergrund. Gut, das sollte eigentlich nicht zu sehen sein. Ja, zu der Location und so weiter. Ich sitze hier am Rechner, mein Schreibtisch, neue Wohnung und so weiter, pipapo. Werde mir hier noch so eine kleine Ecke einrichten, wo ich halt das alles aufnehme und so weiter. Und ja, wie gesagt, hin und wieder kommt vielleicht mal was. Auf jeden Fall jetzt einmal im Monat diese Loot Raider wieder, zumindest jetzt die 3 Monate, die will ich euch nicht vorenthalten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.